So, hallo. Da sind wir gerade den 108er, den Gebrauchtwagen, mit Flötfilm konservieren, weil das ja schneller geht. Und der Wagen. Der Wagen wird vielleicht auch mal lackiert. Und dann meine ich, ist das jetzt besser. Das hat man jetzt da ein bisschen warm gemacht. Der Olaf hat es ein bisschen warm gemacht, dass es leichter zu dressieren ist. Wie gesagt, da kommt jetzt normal bei uns Sanders rein. Aber der Lack an dem Auto ist nicht perfekt. Da habe ich jetzt jemanden, der Interesse hat. Der ist technisch ganz gut. Der schaut auch komplett original, der Wagen. Die Schwellerdeckel sind noch original. Die Schweller. Aber da waren die Kante. Sie leicht angerüstet, kaum, eigentlich nichts. Aber gerade ein bisschen ausgebessert mit Farbe. Da kriegt man jetzt keinen Schönheitspreis damit. Aber die Leitungen ist alles noch sauber. Das ist alles sauber. Also das Auto ist schon gut. Da hinten ist noch gut. Da kommt es jetzt ein bisschen raus. Da ist noch in Ordnung. Das Radhaus ist ganz gut. Radläufe sind gut. Dann hat der freundliche Franzose wahrscheinlich mal ein Blech drauf geschweißt. Das geht, das kann man so akzeptieren. Hinten ist es noch so weit original ungefähr. Da ist der Halter mit angerostet und auch mal weiß lackiert. Was ganz witzig ist, da muss ich mal einen Stoßstangenhalter einbauen. Irgendwie war da halt keiner mehr dabei. Also ich fahre da ohne Stoßstangenhalter, das kommt noch rein. Also da könnte man auch noch wegmachen mit Rost. Vielleicht wenn ich es wegmache, mache ich das auch ein bisschen. Aber da kann man immer mehr machen zum Auto. Das ist schon auch nicht so ganz ohne, gell? Aber wie gesagt, Basis ist gut. Aber kein perfekter Wagen. Ah, da haben wir noch original. Da ist auch noch sogar noch alles Wachstuff da zum Teil. Die Kante alles da. Da Radebohr zum Konservieren. Und der Radebohr ist im Moment gerade Flitfilm konserviert. Jetzt im Moment gerade Hanna. Die steht da daneben. So stehe ich in der Sendersetzung. So ist es daneben, gell? Ich stecke zwar jetzt ein bisschen. Die Zierer ist mit Blechschrauben, mit der Blechschrauben neu gemacht. Das hätte man alles andere verbessern. Man riecht den Korrosionsschutz. Man riecht, ja. Aber. Wie gesagt, das geht jetzt halt schnell. Wenn jetzt noch ganz bisschen Folie auf dem Boden, das kann jeder daheim in der Garage machen. Aber brauchst du ein bisschen Erfahrung? Erfahrung brauchen wir nicht, ja, ist auch klar. So einfach ist es eigentlich nicht, wie der schwätzt. Manchmal denkt man, es ist alles so einfach, aber es hat auch schon auch. Man muss schon Hand und Fuß haben, sonst hat es keinen Wert sozusagen. Also mit Abkleber, dann werden wir noch 4-5 Stunden dran gewesen sein. Ja, das halt jetzt nicht ab. Da wird das noch eine Wäschung, ist gut, ich glaube, aber bis an der Fett geht es nicht. Der muss eingepackt werden, komplett. Nicht das Brems. So. Ich gucke, aber ich meine, da war jetzt